So, gräbt er nach oben? Nein, er gräbt das hier aus. Und ja, da ist eine Mauer, aber an der Mauer kann ich leider nichts dran bauen, oder? Nein. Ich kann nur hier außen rum. Schade das, aber egal. Oh, das war falsch. Gib das mal her. Dann kann ich jetzt nämlich schon mal die Umrandung hier machen. Mhm. Man kann hier unten den Boden machen. Kriegen die hier auch einen hübschen Holzboden? Wie alle anderen. Wie oben im Schlafzimmer auch. Ja. Oh ja. Wir können uns jetzt hier hochgraben. Tafeln als Schlüssel. Die Tür ins Innere der Schatzkammer führt, ist verschlossen. Wir müssen die 4 Tafeln in diesem Gebiet finden. Die Aktivierung dieser Tafeln sollte den Mechanismus entriegeln, der die Tür verschlossen hält. Die Tafeln befinden sich höchstwahrscheinlich in Räumen, die über das ganze Gebiet verstreut sind. Wir sollten drauf loskommen und sie alle finden. Wenn wir alle Tafeln finden, sollten wir mit ihnen interagieren. Ja, das ist halt jetzt so die Frage. Kann der blöde Schamane überhaupt in den Raum rein, wenn wir den noch nicht geöffnet haben? Oder können wir uns mit ihm einen ultimativen Showdown liefern? Okay, neuer Raum. Das ist ein Forschungspunkt. Das war ein... Die sind, geben ein bisschen Eisen her, also klaue ich ihnen die mal. Ansonsten haben die hier oben ja nichts. Nein. Dann grabe ich mal in die Richtung weiter. Weil hier ist auch noch ein Raum. Und eigentlich müsste ich ja auch noch in die Richtung irgendwie dann graben. Also wahrscheinlich von hier aus dann darüber, genau. Und dann graben wir uns nach unten. Können wir hier mal eine Abzweigung... Oh, das ist etwas zu groß geworden. Können wir hier eine Abzweigung machen... So. Was war das für Geräusche? Ich habe gerade eben mal was gehört, das klang wie Saugpümpel. Egal. So, ich habe 2 arbeitende Arbeiterzwerge. Die sehen auch beide mit Level 6 schon ganz okay aus. Oh, da fehlt noch eine Umrandung. So. Und Laufschuhe. Sehr schön. Da sind meine Zwerge jetzt alle auf jeden Fall schneller. Und wir haben schon wieder einen Punkt. Nee, ich warte jetzt auf zweite Luft erstmal. Hier lang zu gehen ist zwar auch wichtig, da wir hier den Plattenpanzer freischalten und die schnelleren Gräber. Aber zweite Luft ist mir auch nicht unwichtig. Und hey, cool, das sind Odigiumsteine.
Naja, das mit dem Odigium. Das können wir machen, sobald wir die Mission abgeschlossen haben. Hi. Tut mir leid, euch muss ich das ganze schöne Eisenerz abnehmen, was ihr hier habt. Das Holz brauche ich eigentlich nicht so sehr. Aber einmal das Eisenerz. Ha, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Warte mal kurz. Kann ich eine Brücke bauen? Hierhin. Dass er da drüben bauen kann. Also mein... Wo ist denn mein Handwerkszwerg überhaupt gerade? Ach, da unten, der sitzt da rum. Mein Bauarbeiter. Jo, der soll mir auch gleich mal Truhen bauen. Solche hier. So, zwei Stück reichen erstmal. Dann schnappe ich mir einen meiner Militärzwerge und grade den schon mal auf. Wieso habe ich nur noch so wenig Holz? Ich klaue euch mal. Ein paar Materialien. So, hier gibt es überall nur ein Digium. Das ist weniger schön. Ja, tut mir eigentlich leid um die beiden Gnome, aber ich brauche diesen Brückenkopf hier. Ha. Also was heißt Brückenkopf? Von hier aus würde ich eigentlich gern noch hier drüben hinkommen, nämlich. Das hier sieht aus wie eine Maulwurfshöhle. Maulwurfshöhlen sind eigentlich ganz okay. Hier ist Gold dahinter. Gold ist auch okay. Meine beiden Krieger scheinen nicht das Verlangen zu haben, sich mit den Gnomen anzulegen. Ich könnte jetzt meinen, da stimmt irgendwas nicht, aber ich hoffe jetzt mal nichts dergleichen. So, hier wäre wieder Undigium gewesen. So, Leiter. So, jetzt gucke ich mal kurz, mit was könnten wir... Ach so, ich weiß, warum ich kein Holz mehr hatte. Ich habe da zwei Lagertruhen gebaut. Na komm, ein so ein Steinschrank. Da in die Ecke. Aha. Und hier muss ich jetzt wahrscheinlich hier drüben gucken, wie ich runterkomme. Oh.
Ach so, jetzt kommen sie runter. Den anderen Kampfzwerg interessiert das gar nicht, hä? Nur wenn ich ihn dahin porte. Und ja, das ist ein relativ schöner Maulwurfshort. Jedenfalls was Stein und Gold angeht. Sehr schöner Hort sogar. Jo, der Steinschrank hat tatsächlich was bewirkt, dass ich auf 1200 hoch bin. Und sobald ich 1000 habe, grade ich meinen Zwergenhort auf. Okay, noch einen Punkt für die Militärspezialisierung. Da wie mein Hort abgegradet ist, kommt gleich noch ein neuer Jungzwerg als Wissenschaft. Eigentlich sollte ich gleich zwei Jungzwerge als Wissenschaftler hinzuziehen. Ich könnte sogar schon gleich ihre Forschungstische bauen, aber das Gold brauche ich jetzt erst einmal zum Upgraden des Zwergenhorts. So machen wir es halt einfach so. So müsste der Bauarbeiter eigentlich genau an die Zwergen, an die Säulen rankommen und sie fertig kriegen. Heiliger ist das da unten ein großer Raum. Entweder habe ich hier die Schatzkammer gefunden. Oder die Goblin-Basis. Oh. Zwerge einbuddeln ist nicht so schön. Das ist besser. Hier unten ist auch nichts mehr Besonderes. Tolles. So, zweite Luft. Und dann gehen wir auf die besseren Spitzhacken zu. So, mach mal hier das Bohr schöner. So, besserer Zwergenhort. Gleich meine zwei Jungzwerge für die Forschung dann rufen. Beliebtheit haben wir nämlich ja genug. So, und das Labor ist jetzt auch schon mal fertig. Ah, fast fertig ausgekleidet. So, fertig. Wirkt nur die Steintreppe falsch. Können wir aber ändern. So, indem wir einfach hier Holz- und Eisentreppe in der Holzbalkentreppe setzen. So, die passt doch hier viel besser rein. Und ja, man merkt, ich habe Spaß hier am Dekorieren.
Jetzt wäre ich aber meinen Bergarbeiter-Zwergen mal dankbar, wenn sie sich bewegen würden. Und es kann wirklich sein, dass hier hinter schon die Schatzkammer liegt. Ah, wir müssten nur gucken, wie wir durch das... und Digium durchkommen.